Letzter Auftritt vor dem Deutschlandcup für die Fishtown Penguins und die Düsseldorfer EG. Beide mit einer Niederlage zwei Tage zuvor in die Partie in der Eisarena Bremerhaven gestartet. Thomas Popisch unterlag in Augsburg 3:4. Die DEG in Weiß mit 1:2 im Shootout gegen Köln nach ihrer Corona-Pause. Die Mannschaft nur eine Trainingseinheit bestritten. Bremerhaven versucht das auszunutzen, bringt viel Tempo aufs Eis und hat hier eine gute Chance für Bruckgießer. Aber Henrik Hane macht ein ausgezeichnetes Spiel. Auf der anderen Seite ist es Maxwell, der im Blickpunkt steht. Hier pariert er klasse nach dem Rebound den Nachschuss von Schiemens, der ja gegen Köln getroffen hatte. Düsseldorf zum Ende des ersten Drittels dann auf einmal mit dem Führungstor. O'Donnell setzt sich durch. Bremerhaven einmal nicht geordnet. Thomas Popisch wollte von seiner Mannschaft sehen, dass sie gerade in der Defensive besser arbeiten. Und hier wird die Scheibe noch einmal abgefälscht. Harold Kreis sieht, dass Düsseldorf mit viel Engagement, viel Herzblut, aber auch sehr kraftraubend mithalten muss gegen Bremerhaven, die in voller Besetzung angetreten sind mit vier Reihen und hier Pech haben mit dem Pfostenschuss von Eminger. Die DEG nur mit drei Reihen, insgesamt 17 Spieler nur im Kader. Davon ist einer der Ersatztöter Seidel. Dann die Szene hier, das 1:1. Wieder einmal ist es die Paradereihe der Bremerhavener, die dann für das wichtige 1:1 sorgt. Klasse die Vorarbeit von Jeglitsch. Und das hier ist das 6. Tor aus den letzten 4 Spielen von Miha Verlic. Saisontor Nummer 9. Jeglitsch geht zurück und dann Hane ahnt zwar, was kommt, aber kann diesmal nicht parieren, der Düsseldorfer Keeper. Aber ein extrem guter. Hier in dieser Situation klärt er mit dem Schoner und dann geht es auf die andere Seite. Die Chance für Ehl und er scheitert an Maxwell. So wie hier ging es rauf und runter. Es war ein äußerst ansehnliches Eishockeyspiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Orbas mit dem Klassepass und großartig die Parade von Henrik Hane, der ja für den Deutschlandcup im Team von Toni Söderholm steht. Und auf der anderen Seite Ehl alleine durch, kommt nicht an Maxwell vorbei. So steht es 1:1. Nach 2 Spielabschnitten, die etwas defensiv orientiertere Spielweise der Fishtown Penguins gefällt Thomas Popisch. Und das gefällt ihm auch im dritten Powerplay der Partie. Gibt es das 2:1. Ty McGinn fährt hier an seinem Gegenspieler vorbei und hat dann im richtigen Moment den Sichtschutz vor Hane. Das werden wir hier sehen. Andersen fährt da vorbei als McGinn abzieht und dann ist es das 2:1 in der 46. Minute. Saisontor Nummer 5 für Ty McGinn. Die DEG am Ende etwas kraftlos und muss dann das 3:1 hinnehmen. 56. Andersen, klasse Handgelenkschutz in den Winkel. Keine Chance auch hier für Hane. Düsseldorf wird aufgrund des Kräfteverschleißes. Die Mannschaft konnte vor dem Derby gegen Köln nur einmal trainieren. Und natürlich auch zwischen diesen beiden Partien in erster Linie nur die Reise machen an die Nordseeküste. Man merkte dann zum Ende, die Zweikämpfe gingen verloren und Bremerhaven hatte noch einen auf Lager. Bruckgießer, schon beim 3:4 in Augsburg hat er getroffen. Das hier ist sein zweites Saisontor, kommt langsam in einen Lauf der nachverpflichtete Verteidiger. So geht es am Ende etwas zu hoch. 4:1 für Bremerhaven aus. Die DG wehrte sich tapfer, konnte aber dann am Ende nicht mehr kräftemäßig mithalten. I think we stuck with the game plan. We kept it simple and get some pucks to the net with traffic and we just worked hard and did it as a team. Ich glaube, ab dem zweiten Drittel hat man gemerkt, vielleicht, dass ein bisschen die Kraft gefehlt hat, aber es soll keine Ausrede sein. Bremerhaven war heute die bessere Mannschaft und ich denke mal verdient gewonnen. Düsseldorf wird in der kommenden Pause neue Kräfte sammeln für die anstehenden Ligaaufgaben. Bremerhaven freut sich über 3 Punkte und schafft den Anschluss weiter nach oben in der Tabelle. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.